Kennt ihr meinen 7 vs. Wald 7 Tage Selbstversuch? Genau, das habe ich dokumentiert für meinen Kanal und das habe ich genau hier in dieser Region gemacht, wo hier Waldsterben ist und so weiter. Das ist richtig tödlich, dieser Wald. Und ich bin jetzt gerade 1 Kilometer von meinem Spot entfernt und ich bin sehr gespannt drauf, wie mein Spot jetzt heutzutage aussieht. Und ich werde gleich meinen Bruder Tourday TV treffen, weil er ist schon am Spot. Ich habe ihm die Koordinaten gegeben und genau, ich werde ihn das treffen und euch meinen alten Spot zeigen. So, ich bin an meinem alten Spot angekommen und da drüben sehe ich so ein paar Umrisse von meinem Shelter. Und mein Bruder habe ich hier auch schon von weitem gesehen. Den werde ich gleich treffen. So, ich bin jetzt gerade von da oben runtergelaufen und ich zeige euch jetzt mein Shelter. Wieder vor einem Jahr war der noch sehr stabil und der sieht jetzt wirklich extrem abgerockt aus. Als ob der ganz viele Wetterbestände nicht ausgehalten hat. Das ist sehr interessant. So, ich laufe jetzt diesen kleinen Weg, also der ganz schmal ist und so weiter, der mich ganz schnell zum Wasser befördern könnte, wenn ich nicht aufpasse. Zu meinem Bruder hin, und zwar, er möchte auch ein Shelter aufbauen. Ja. Genau. Ich habe viel zu spät angefangen. Ich habe keine Zeit mehr, um das heute zu schaffen. Ich habe das zeitlich voll unterschätzt. So was ist immer eine Unterschätzung. Das ist ganz wichtig. Eine extreme Unterschätzung. Die Sonne geht schon runter und ich habe nicht mal die Hälfte fertig. Ja. Aber das ist auch so ein richtig scheiß Ort. Und mein Bruder, der macht diese Stani hier weg, damit wir hier pennen können, weil das hier, das ist einigermaßen eben aus diesen Steinen, die uns stören. Er muss sie rausgraben. Ja, yeah, genau. Das ist richtig beschissen, diese Steine. Die Steine müssen weg. Die sind so richtig schwer und scheiße und richtig dreckig gemacht. Genau, die machen uns dreckig, diese Steine hier. Dieser Stein muss unbedingt weg. Damit wir hier pennen können. Jawohl. Der Stein ist weg. Du hast den Störenfried besiegt. Der ist weg. Genau, dieser Loch, der muss zugebullt werden, damit wir eine ebene Fläche haben. Aber Hauptsache, der Stein ist weg. Wurzeln kann man essen. Dann iss mal. Ich bin zu faul, mich zu bücken. Gut, hast du das gemacht. Ja. Je ebener, desto besser. Hindernis entfernt. Sehr gut. Und da hinten jaulen Hirsche. Wir haben hier geschlafen und ich war eine verseuchte Waldgegenstück. Also Gegenstand, genau, der im Wald liegt. Deswegen haben wir hier gepennt. Das war richtig geil gewesen. Das war ja in der Nähe von meinem Spot. Hat dein Rücken gelitten heute Nacht? Ein bisschen. Meiner nicht, weil ich bin ein Bauchschläfer. Ja. Ich habe auf dem Bauch geschlafen. Deswegen hat mein Rücken nicht gelitten. Also ich bin auch ein Seitenschläfer. Aber irgendwie merkt man das trotzdem dann im Rücken. Und hier so eine richtige Beule, richtige Beule. Ist ja klar, dass das dann irgendwie ein bisschen auf die Gelenke oder nicht Gelenke, sondern den Körper geht. Also wirklich, ich habe in dieser Kuhle hier gepennt. Das ist, ja, habe ich gemacht. Aber ich fand es trotzdem geil. Also ich konnte gut schlafen, bin ausgeschlafen und das ist das Wichtigste. Ich bin sehr gespannt drauf, was da rauskommt. Ob Schmetterling oder Motte oder Fledermaus oder Vogel oder Grashüpfer oder Mensch, also irgendwas muss da irgendwann rauskommen. Schreibt es mir in die Kommentare rein, was ihr denkt, was da rauskommen wird. So, ich bin gerade barfuß, weil im Wald sollte man ganz oft barfuß laufen. Das erdet und das ist voll cool. Und so sieht unser Schlafplatz von dieser Perspektive aus. Es hat heute Nacht sogar so ein bisschen geregnet. Das war voll cool gewesen, bei Regen hier zu pennen. Aber ich war zu faul gewesen, um die Kamera anzumachen, als es geregnet hat. So, ich habe gerade ein Brot mit Frischkäse und Lauchzwiebel geschmiert. Achso, und zum Thema 7 vs. Wald 7 Tage Selbstversuch, den ich vor einem Jahr gemacht habe. Ich wollte dieses Jahr einen 14 Tage Selbstversuch machen in Schweden. Im Team, genau, mit einer 1 Liter Flasche. Aber leider hat das nicht geklappt, weil mein Teamkollege, mit dem ich das 14 Tage lang in Schweden machen wollte, bei denen klappt das einfach zeitlich und finanziell gar nicht. Und deswegen musste ich das leider ins Wasser fallen lassen. Aber vielleicht hole ich das nächstes Jahr nach oder ich mache irgendwas Ähnliches. Genau, ich wollte es unbedingt mit einer 1-Liter-Flasche machen, einer gefüllten. Und in dieser 1-Liter-Flasche
wollte ich dieses Messer hier reinmachen, weil es genau reinpasst. Und zwar guck mal hier. Dieses Messer hier. Dieses Messer hat eine Klingenlänge von 8,86 cm, geht sehr leicht mit einer Hand entweder über den Flipper oder über die Daumenpins aufgeklappt, verriegelt sich direkt und sicher, ist mit einem Pocket-Clip ausgestattet und hat eine gute Schärfe zum Schneiden, Schnitzen und andere Aufgaben. Zum Spalten von Holz würde ich das Messer eher nicht empfehlen, aber es liegt hervorragend in der Hand und ich arbeite damit sehr gerne. Das Messer ist in der Beschreibung verlinkt. Mit dem Code NATURIN10 könnt ihr 10% sparen und schaut gern im Onlineshop vorbei. Ja, genau. Dieses Messer wollte ich in dieser 1 Liter Nalgene-Flasche mitnehmen und mit anderen Sachen, genau, damit da noch mehr Platz ist für andere Sachen, weil dieses Messer passt da hervorragend rein und der macht mir einen stabilen Eindruck. So, Tarp ist abgebaut, die Sachen sind gepackt und wir haben hier in diesem tödlichen Wald hier gepennt, also da, wo die ganzen Bäume hier tödlich verunglückt sind. Und jetzt laufen wir zum Spot zurück, um euch das nochmal genauer zu zeigen, wie dieser Spot jetzt aussieht. Gestern war es ein bisschen zu spät gewesen, deswegen zeige ich euch das jetzt genauer. Guck mal, hier vorne ist dieser tödliche Wald, wo hier diese ganzen Bäume tödlich verunglückt sind. Und mein Spot, wo ich das gemacht habe, liegt mittendrin von diesem tödlichen Wald, aber direkt in der Senke, wo es jede Nacht so richtig kalt war. Hier müssen wir ganz steil runterlaufen, in die Senke rein. Wir sind gerade von da oben hier runtergelaufen und mir ist aufgefallen, dass hier auf jeden Fall viel mehr umgestürzte Bäume rumliegen, als vor einem Jahr, wo ich das hier gemacht habe. Zum Beispiel diese Bäume, die lagen hier noch nicht rum. Genau, die sind neu hier eingestürzt. Und hier vorne ist mein Shelter und ich weiß noch ganz genau, wie ich diesen Baumstamm, der mein Shelter hält, mit ganz vielen Mühen vor einem Jahr die ganzen Äste abgemacht habe und dann dahin geschoben habe. Und das hat extrem viel Kraft gekostet, den dahin zu schieben. Also als Grundkonstrukt, damit ich mein Shelter darauf bauen konnte. Genau, dieser Baumstamm hier meine ich. Der hat mein Shelter gehalten und der hält mein Shelter immer noch. Und dieser Shelter, der sieht so richtig verunglückt aus, also so richtig vermodert und so weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass es mittlerweile so kaputt aussieht. Das sah vor einem Jahr noch richtig gut aus. Und ich weiß noch ganz genau, dass hier auf diesen Baum, beziehungsweise auf diesen Stamm und in mein Shelter drin, dass da ganz viele Raupen waren, die ich jetzt gerade heute gar nicht hier sehe. Die haben mich die ganze Zeit so richtig belästigt, diese Raupen. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß noch, wie ich von diesem Baum und diese Bäume dahinter, wie ich da diese ganze Baumrinde entnommen habe. Also von diesen tödlichen Bäumen. Die sind richtig tödlich verunglückt. Diese Baumrinde habe ich benutzt, um mein Shelter hier zu bauen. Ja genau, diese Baumrinde hat mich so einigermaßen von Wind und Wetter geschützt. Weil als es geregnet hat, dann habe ich da ganz wenige, fast keine Tropfen abbekommen. Die Baumrinde, die kann ich empfehlen. Das ist Qualitätsbaumrinde, die aber jetzt schon beschissen aussieht und marode und genau. Die Baumrinde, die war cool. Jawohl, so sieht mein Shelter heutzutage aus. Der sieht so richtig benutzt aus und so von der Witterung missbraucht. Genau, das ist richtig spannend, nach einem Jahr wieder zurückgekehrt zu sein, um zu prüfen, wie das hier aussieht. Es sieht auf jeden Fall ganz anders aus wie vor einem Jahr. Genauso wie der ganze Spot sieht ein bisschen anders aus. Und guck mal, hier vorne liegt ganz viel getrocknetes Gras rum. Den habe ich bei meinem Selbstversuch als Matratze und als Decke benutzt. Weil mir war jede Nacht so richtig kalt. Ich habe jede Nacht gefroren. Das war voll unangenehm. Und guck mal hier. Hier vorne ist mal ein Stein. Wenn man ganz genauer hinschaut, dann sieht man hier diese Striche, die ich reingeritzt habe für die Tage. Man sieht zwar nicht mehr so viel, aber man sieht auf jeden Fall noch was. Das ist richtig geil. Da habe ich die Tage reingeritzt. Hier vorne ist dieser Fluss, wo ich die ganze Zeit Wasser gesoffen habe. Dieser Fluss ist richtig geil. Den kann man trinken und der schmeckt besser als Leitungswasser. Gutes Wasser. Richtig geiles trinkfertiges Wasser. Guck mal, hier wachsen immer noch Brombeeren rum. Genauso wie vor einem Jahr auch. Von Brombeeren habe ich mich ganz viel ernährt. Guck mal, hier vorne wachsen ganz viele Blaubeeren.
Von Blaubeeren habe ich mich auch ganz viel ernährt. Aber meine Hauptnahrungsquelle war auf jeden Fall dieser Baum hier gewesen. Da hatte ich diese Baumrinde entnommen und das habe ich dann gegessen. Also die dritte Schicht von dieser Baumrinde. Das nennt sich Cambium. Und Cambium enthält mehr Kalorien als Nudeln oder Kartoffeln. Und deswegen hat mich das hier sehr stark vor viel Hunger und so weiter bewahrt. Und mir auch Energie gegeben. Also das war das beste Essen vom gesamten Selbstversuch gewesen. Und wie man sieht, lebt der Baum immer noch. Also dem Baum hat es sich geschadet. Der sieht genauso aus wie vor einem Jahr. Und genau, ich habe hier Cambium entnommen. Und hier vorne auch. Und da ist ganz viel Baumharz dran. Das heißt, der Baum, der wird heile werden. Und der wird noch ganz lange leben. Auf jeden Fall. Ich weiß noch ganz genau, wie ich hier in diesem Bach, hier auf diesem großen Stein hier vorne, meine Werkzeuge hergestellt habe. Genau, mit diesen Werkzeugen habe ich zum Beispiel Cambium entnommen. Und so einen Ast wollte ich irgendwie zerspalten, was ich nicht geschafft habe am Ende. Und ich hatte es benutzt, um diese Zahlen auf Steine aufzuschreiben, wie viele Tage ich hinter mir hatte. Genau dafür hatte ich diesen Vollfettstein missbraucht, um dieses Werkzeug zu erschaffen. Guck mal, du sitzt jetzt gerade genau direkt vor diesem Baum hier vorne, wo ich vor einem Jahr Urin gemacht hatte, weil ich bin ein richtiges testosterongesteuertes Etwas. Und das habe ich deswegen gemacht, damit diese ganzen Wildschweine und Hirsche und tollwütige Füchse und Zecken und so weiter, dass die Angst vor mir bekommen und nicht daherkommen. Wobei Zecken haben mich ganz viele davon angegriffen. Aber die hatten Angst davor gehabt, weil ich hier Urin gemacht habe. Deswegen war ich dann so gesichert gewesen, hier in mein Shelter zu pennen. Wir müssen jetzt unser ganzes Gepäck hier hochtragen und nach Richtung da lang laufen, damit wir dann zur Bushaltestelle hinkommen. Das wird gleich so richtig anstrengend sein. Und danach haben wir eine Zugfahrt von, weiß nicht, so 3-4 Stunden oder so. Und genau, so lange hat das gedauert, bis wir hergekommen sind und jetzt wieder zurück. Ja. Genau, nur damit ich euch das hier dokumentieren konnte. Hier geht es zum Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch, den ich ohne Gegenstände durchgeführt hatte. Schaut euch das unbedingt von Anfang bis Ende an und teilt das Video an euren Freunden und Bekannten.